und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die in der Alpha 19 und der 12. Folge mit meinen untoten Freunden und diesen beschissenen Minen. Ja, ich stehe immer noch vor dem Baum und hack fleißig drauf los. So, jetzt würde ich ganz gerne mit euch in dieses Haus mal eben reingehen. Ein bisschen looten müssen wir ja auch noch. Nur bauen. Ah, oh, das Auto nehmen wir noch mit. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, da ist was Besonderes drin. So. Ne, zwei Werkzeugkisten, okay. Ein Handtäschchen mit Patronen. Eine kleine Büchse. Ah, noch ein paar Patronen. Naja, gut. So besonders war es jetzt nicht. Ah, dann nehmen wir doch direkt den Hintereingang. Na, der Briefträger schon da gewesen? Jawohl. Ein paar alte Lappen. Mein Knüppel. Und Keller. Okay. Und... Nein, ich möchte nicht, dass du mir auf den Kopf fällst. Okay, jetzt repariere ich mal eben den Knüppel, weil so war die Nummer jetzt. Oh nein. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss die mal eben abbrechen hier. Knüppel. Reparieren. Holzstacheln. Können wir insgesamt 52. Wir brauchen aber noch Holz. Wir machen mal erstmal, wie viel haben wir denn? 65. Mal noch 20. So. Gut. Na? Big Mama, nein, 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 Big Mama, nein, nein, nicht aufstehen. Ach, da geht's ja wieder raus. Fackel. So. Da ist nichts versteckt. Da auch nicht. Also der Keller ist ja schon ziemlich spärlich. Also muss ich so sagen. Da scheint auch nichts drin zu sein. Mal von der Seite gucken. Okay, hier ist auch nichts. Ah, die nehmen wir mal mit, die könnten wir vielleicht brauchen. Zement. Gut. Den Autoreifen wollte ich mal. Okay. Okay. Da war noch einer. Gut. So, noch jemand zu Hause hier? Geladen hatte ich? Ja, wunderbar. Ja, ja, du hast Hunger. Ich... Wie soll's anders sein? Wenn wir Glück haben, finden wir uns. Dann füttere ich dich. Mein apokalyptischer Mann. Gut. Naja, scheint jetzt nicht so spektakulär zu sein, die Wurze. Ja, ja, ist klar. Hallo? Soll ich mir etwa ein Bein brechen hier? Ey, hier ist ja gar nichts. Da geht's wieder runter in den doofen Keller. Schauen wir mal, wie es oben ausschaut. Jemand da? Nö, schaut nicht so aus.
Na, bisschen was für meine hübsche Traderin. Ja, Klebeband ist immer gut. Gut, ja, war jetzt nicht so effektiv hier. Okay. Ja, gut, dann hacke ich mal noch ein bisschen und dann machen wir mal an der Base weiter. Ja, und die Musik fängt wieder an. Und immer wenn die Musik anfängt, taucht auch komischerweise prompt ein Zombie auf. Mann, macht mich fertig mit der Ausdauer. Aber wir müssen gleich auch irgendwann noch zurück. Weil ich habe keine Alternative mehr fürs Essen. Da habe ich nämlich nicht mehr dran gedacht. Gut, dann gehen wir erstmal und verarbeiten die restlichen Klamotten. Den Müll mal von meiner Straße räumen. So. Den einen Zugang lasse ich mir noch offen. Hier fehlten, da fehlten die oberhalb noch. Okay. So. Na. Nu. So. Ja, ein paar müssen wir noch haben. Gut, dann hätten wir noch 3 über. Okay. Na, ich würde eh noch ein paar hier vorne vorsetzen müssen. Ah, Mist.
So. Dann gehen wir da oben noch aufwerten und mal ein paar rausnehmen. Na. Mein Hämmerchen. Beinahe Fehler gemacht. So, jetzt muss ich mal schauen. Und zwar, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, wenn ich den hier rausnehme. 3, genau. Da wäre die Mitte. Perfekt. Dann will ich mal testen, wie ich so da dran komme. Ja. Kann dann quasi hier mit rüberlaufen. Komm da an die Ecke. Sollten die da reinkommen, kann ich rein theoretisch auch den Mittelkranz komplett rausnehmen. Oh, ich glaube nicht durch die Mitte. Ich komme ja überall hin. Perfekt. Ja. Oh. Dann mache ich es lieber hier ein bisschen größer. Komme ich auch dran. Super. Gut. Also der Plan ist, die Zombies brechen irgendwo durch. Vielleicht lasse ich auch eine Lücke offen, dass sie reinkommen. Brechen durch, laufen in die Mitte der Spikes und ich kann sie von hier erschießen. So der Plan. Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich mich vor den Geiern ein wenig schütze. Aber ich glaube, das mache ich mit Eisengittern und baue obenrum so einen Eisenkäfig. Ist, glaube ich, sinnvoller. So, dann lassen wir jetzt erstmal noch hier. Ach Gott, da haben wir auch noch eine Menge Holz. Da machen wir. Das machen wir anders. So und so und den Krempel lasse ich hier, den nehme ich dann später mit rüber, wenn wir jetzt noch looten gehen.
kleines bisschen Stein brauche ich aber. So. Na, die kann ich alle zerlegen hier. Blödsinn. Den lasse ich auch hier, den auch. Die Büchse auch. Die Tabletten nehme ich mit. Die lasse ich auch hier. Oh, eine Zigarre. Die habe ich gar nicht gesehen beim Looten. Hossa. Den Hammer kann ich auch hier lassen, das Blödsinn denn mitzuschleppen. So, dann sind wir jetzt auch wieder ein bisschen leerer. Hunger hat der Vogel auch schon wieder. Durst wieder gleich auch noch kriegen. Gut, dann kann ich in der Zeit noch Holzstacheln durchlaufen lassen. Perfekt. Und mich dann mal in das Haus da begeben. Oder nehmen wir erst die Scheune? Ah, nehmen wir erst das Haus. Das Haus ist größer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier im Haus was zu essen finden, ist auch höher als in der Scheune, glaube ich. So, klopf, klopf. Ich hier, wer da? Eine alte Mülltonne. Eine Dose, aber wie mit einer Dose, Kinder. Gut, gehen wir durch den Keller. Ah, hier können wir auf jeden Fall schon mal Zement holen. Olga, Olga, Olga. Immer langsam mit den jungen Pferden. Na, mein glatzkopfiger Freund kommt wieder. Komm, hier geht's raus. Na komm. Zu groß für den Ausgang? Gut. Ah, Matruschka. Na, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Komm. Genau. Liegen bleiben ist die Devise. Hier geht die Treppe hoch. So, der Keller wäre, glaube ich, clean. Gibt jetzt nicht so viel zu holen hier. So. So ziemlich gar nichts. Was ist denn los? Da ist doch was. Ah, 25 Patronen. Mir fehlen nur die Waffen dazu. Gut, dann gehen wir von hier aus mal direkt ein Etage höher. Boah, hab ich mich erschrocken jetzt. Meine Fresse. Oh ne, das geht nicht gut. Das ist zu eng. Zwei Stück auf so kleinem Raum ist kacke. Ja, komm. So, komm, mein kleiner Mann. Ich hab da nicht vergessen, dass du mich geschlagen hast. So. Okay. Okay, den habe ich erwischt. Essen. Dann ist da ein Motel drin. Ein Handtäschlein. Ah, da ist ein bisschen. Guck mal, Junge. Du, Chris, ich lass dich nicht verhungern. Ja, Moment. Immer mit der Ruhe. Nicht hektisch werden.
Na, kommst du raus? Noch so ein glatzköpfiger Freund. Genug? Nicht genug? Jetzt genug. Wunderbar. Und? Für ein paar Samen. Der ganze Aufriss für ein paar Samen. Okay. Also irgendwie werden die Häuser immer leerer, statt mal ein bisschen voller. Na komm, Matruschka. Liegen bleiben. Ein Verband. Naja, besser als nix. Du mich auch, mein Freund. Hier wird nicht nochmal aufgestanden. Bleib liegen. So. Ach komm. Kriegst du noch was zu essen? So. Was haben wir hier? Okay, 10% mehr Schaden an Kohle und verbranntem Holz. Naja, ist jetzt nicht so schlecht. Gut, dann gehen wir mal am Dachboden. Irgendwo muss ja mal ein bisschen Loot sein. Ah, da kommt schon. Da, oh. Mal sicherheitshalber durchladen hier. Na, wo bist denn du? Okay. Nix. Komm gleich von unten. Ich ahne es. Ich ahne es. Ja, schon nichts gesagt. Der Loot ist ja doch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. So. Was ist denn hier draußen los? Kinder. Gut, hier war sonst nichts mehr, ne? Sieht nicht so aus. Was eigentlich hier... Mal, wo ist denn der? Eigentlich in den Dingern hier drin. Oh ja, die brauchen wir zum Aufwerten. Himmel, wo laufen die denn rum? Okay, ich komm mal schauen. Vielleicht kann ich euch ja behilflich sein. Hallo?
Ich kann sie hören, aber ich kann sie nicht sehen. Jungs, wo seid ihr denn? Wo wackeln die denn rum? Vorstellen, dass die hier unten wieder sind. Jetzt muss ich doch nachgucken. Also es ist ja, geht ja mit rechten Dingen zu hier. Ich muss doch irgendwas übersehen haben da oben. Ich gehe nochmal rein. Wobei, ich kann eh nichts mehr tragen. Und der Vogel hat schon wieder Hunger. Tja. Das ist noch schon wieder eine Wassermod. Die tauschen wir mal aus gegen die Dreier. Papier schmeißen weg, das ist Quatsch. Nehmen wir die Taschenlampe lieber mit. Eine Taschenmod, okay. Oh! Olga! Himmel! Jetzt haben wir fast den Schlüpper gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir ja. Jetzt haben wir sie. Ah, da. Noch. Ja, die hatten wir ja schon. Die hatten wir schon. Gut, ich scheine ja auch nichts mehr gesehen zu haben. Dann kann ich mich auf den Rückweg nach Hause machen. Ich meine, der Tröschen ist ja schon gar nicht schlecht. Das hat auf jeden Fall schon mal den ersten Keller. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so übel. Das war jetzt auch nicht der Traum, aber... Wie viele Hitpoints haben die Dinger? 2,5, okay. Auf jeden Fall schon mal besser als unsere luxuriös ausgestattete Traumwohnung. Ja... Ja, die Folge ist leider Gottes auch schon wieder zu Ende. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ich überlege mir noch, ob ich vielleicht streame in der Nacht, wie ich farme, klopfe, baue, aber ich glaube eher wohl weniger. Aber ich überlege es mir, ich mache jetzt auch für heute erstmal Schluss, ich nehme dann morgen weiter auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr die Folge seht. Und verbleibe mit besten Grüßen, euer Dexter. Bleibt mir gewogen. Bye, bye.